Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aktienlust nachgefragt. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Turnaround-Aktien. Hierzu ist Markus Neugebauer, der Chefanalyst vom Turnaround-Brief, zu Gast. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Neugebauer, Sie sind am Markt ja bekannt als sogenannter Perlentaucher. Erklären Sie unseren Zuschauern doch bitte einmal, warum Sie diese Perlen vor allem bei Turnaround-Aktien finden und was verstehen Sie eigentlich genau unter Turnaround-Aktien? Turnaround-Aktien sind Aktien, die eine lange Durststrecke hinter sich haben, auch massiv an Wert verloren haben. Und oft sind Hiobsbotschaften wie Gewinnwarnungen dafür verantwortlich, dass der Wert deutlich unter den Substanzwert gefallen ist. Und dann schlägt das Herz eines Turnaround-Anlegers. Wie identifizieren Sie solche Werte? Wie finden Sie aus der Vielzahl der Aktien genau diejenigen, die das Zeug haben, ihre Delle wieder auszubügeln? Wir haben über die Jahre hinweg jetzt eine Turnaround-Strategie erarbeitet, die verschiedene Punkte beinhaltet. Als erstes steht ganz klar der 50%-Ansatz. Das heißt, jede Aktie, die wir mehr oder weniger in unser Portfolio aufnehmen, sollte mindestens 50% vom Hoch verloren haben. Vorher kommt so eine Aktie nicht für uns in Frage. Danach steht ganz klar, und das ist das Herzstück der Turnaround-Analyse, ist die Bilanzanalyse. Die sollte fundamental auf jeden Fall erfolgreich ausfallen. Wenn das geschehen ist, suchen wir das Gespräch mit dem Management, gehen in die Vorstandsetagen und erarbeiten dann ein Kursziel und darauf basierend dann auch ein Risikomanagement. Müssen Anleger da nicht recht viel Geduld auch mitbringen? Schließlich liegen diese Aktien ja wahrscheinlich nicht grundlos im Keller. In der Tat dauert es oftmals Jahre, bis auch Turnaround-Potenzial von den Anlegern mehr oder weniger erkannt wird. Manchmal geht es aber auch ganz schnell. Generell empfehlen wir Anlegern auf jeden Fall Geduld mitzubringen, weil wir keinen Trading-Ansatz verfolgen. Sie greifen in Ihrem Börsendienst ja auch gerne auf alte Börsenweisheiten zurück. Haben auch diese heute noch Gültigkeit? Schließlich sind wir ja in einem ganz anderen Börsenzeitalter als vor 20 oder 30 Jahren. Das Wertvollste an der Börse ist sicherlich der Erfahrungsschatz und da haben uns die alten Hautegen wie Costolani, Graham und Buffett sicherlich einiges voraus. Deshalb gilt es auf jeden Fall, diese Sachen auch zu beherzigen, die sie von sich gegeben haben. Und ich sag mal, die Börse ist zwar schnelllebiger geworden, aber sie tickt noch genauso wie vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren. Die Gier, die Angst ist alles noch im Markt vorhanden. Deshalb kann ich nur jedem Anleger empfehlen, auch sich mit diesen Hautdegen der Börse zu beschäftigen, um auch den Sinn oder den Wert der Börse zu schärfen. Wann ist denn die beste Zeit, um Turnaround-Aktien zu kaufen? Und was machen Sie, wenn die Märkte von Allzeithoch zu Allzeithoch springen? Es gibt eigentlich keine spezielle Zeit für Turnaround-Aktien, die ist eigentlich immer da, weil letztendlich dabei handelt es sich um Sonderkonstellationen, die vom Markt so nicht gesehen werden. Das kann in der Beste sein oder auch in der Hoss. Das ist eigentlich egal. Sie sind ja Chefanalyst vom Turnaround-Brief. Was dürfen Ihre Leser hier erwarten? Zweierlei Dinge auf jeden Fall, dass wir die Werte auf jeden Fall auf Herz und Nieren prüfen, jeden Wert, den wir empfehlen. Und als zweites auf jeden Fall ein ausgefeiltes Risikomanagement, weil der Anleger auch die Nächte weiterhin ruhig verbringen möchte. Und was ist, wenn ein Leser oder ein Anleger einen Rat von Ihnen braucht oder einen Tipp für eine Anlagestrategie? Ist es möglich, auf Sie persönlich zuzukommen? Wir sind per E-Mail immer erreichbar, die werden auch zeitnah beantwortet. Und einmal die Woche bieten wir auch eine Telefonsprechstunde an, wo wir dann auch zum persönlichen Gespräch zur Verfügung stehen. Herr Neugebauer, vielen Dank für das informative Gespräch. Bis bald zu einer neuen Ausgabe von Aktienlust nachgefragt und einem erneut spannenden Thema.